Next Time Podcast Nummer 3. Falls ihr es direkt zur Veröffentlichung hört am 7. Februar, wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende und habt sehr viel Spaß mit dieser Ausgabe. Heute sitzt auf dem Moderatorenstuhl Elias Svantesson. Mit dabei sind natürlich wie immer Maximilian Henkel und Ludwig von der Teergrube. Hi. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, wie schon erkannt, heute ist der liebe Elias euer Sprecher. Und für den lieben Maximilian brauchen wir noch einen Kosenamen. Aber das wird sich noch ergeben, wenn es soweit ist. Ja, denn wir wissen auch, heute wollen wir wieder eine Frage stellen, ja, die sich damit beschäftigt, wer denn als nächstes dran sein darf. Und spätestens da ist der Maximilian gefragt. Oh mein Gott, das ist ja jetzt schon richtig nervenaufreibend für mich und auch für die Gäste und Zuhörer. Gäste ist auch ein schönes Wort. Ja, Gäste, ihr seid unsere Gäste. Gäste in unserem Kopf, der Podcast ja, ist diese Gäste unser in unserem Kopf. Wohnzimmer. Ist unser Kopf, ist unser Wohnzimmer. Nein, unser Kopf, unsere Gedanken sind hier drin und das ist der Raum dafür. Oh, Gäste im Kopf, das Gäste im so, Kopf. Folgentitel. Der neue Film von Til Schweiger. Ja, genau. Gäste im Kopf. Der Film beschreibt das Leben eines Schizophrenen. Ey, Philipp, das ist, oh, da kommen gleich so viele Gedanken. Das muss man ja, und so viele Stimmen, ne? Ja. Und ratet mal, wer die Tochter des schizophrenen Mannes ist. Welche Schauspielerin? Warte, hier, Didi Hallerforn. Die Tochter! Ja, er spielt die Tochter. Ja. Nein, die Tochter ist immer Til Schweigers Tochter. Okay. Ach, immer Til Schweigers Tochter? Ja, ja, ist der Standard. Keine Mutter, geht auch gar nicht anders. Ja, ja, aber die ist ja mittlerweile auch schon 60. Weißt du, wie alt ist der Til Schweiger? 360. Ein echtes Urgestein. Warum? Ja, wir wollen aber gar nicht lange fackeln heute und wollen loslegen. Und zwar, den Stream vom Don Bosco Bandabend gehört haben, haben es mitbekommen, dass wir heute nochmal vorhaben, ein wenig über den Prozess unseres Albums zu sprechen, wie es entstanden ist. Das ist ja dann durch Verbindungsprobleme ein bisschen schwierig geworden. Und ja, darum soll es heute nochmal anfänglich gehen. Ich denke mal, wir können auch nochmal einen Time-Marker setzen in den Kommentaren oder so. Das für die wirklich nur den Podcast hören wollen, soll es ja geben, dass ihr da vorspulen könnt. Aber jetzt geht es erstmal noch ein bisschen ums Album. Ja, und da würde ich sagen, Max, wenn du dich bereit fühlst, kannst du gerne mal unserem lieben Bandleader eine Frage stellen noch. Vielleicht, wo es abgebrochen ist sogar. Ich finde, ja, klar, wir können gerne an den Punkt anknüpfen. Also eigentlich ging es ja, nicht der Podcast, sondern unser Interview ist ja auch noch zur Verfügung. Und gibt einfach mal einen Villa Lampe Online-Bandabend. Da werdet ihr auch noch den Stream finden und könnt ja gerne mal bis kurz vors Ende hinspulen. Wir sind nämlich als letzte Band aufgetreten am Freitag vor einer Woche. Ja, auf jeden Fall sind wir hängen geblieben bei dem Prozess, wie überhaupt wir darauf gekommen sind, dass das Album produziert wird und wie es letzten Endes auch dazu gekommen ist, dass ihr es in euren Händen halten könnt. Ja, Philipp, du warst ja in dem Moment auch mein Interviewpartner und Florian hat im Hintergrund zuhören dürfen. Jawohl. Aber. Jawohl! Jawohl! Ja, da ich letztes Mal ja eher mit Phil gesprochen habe, will ich dich mal fragen, Flo, wie hast du denn den Prozess dahin empfunden? Das ging eigentlich mit großer Aufregung los und hat auch eigentlich nicht nachgelassene Aufregung. Es war tatsächlich ziemlich spannend, weil man eben nicht, sag ich mal, eine gewisse Summe zahlt und dann ins Studio geht und sagt, hier, also dann sitzt dir wer gegenüber, der dir sagt, hier, dies und das und jenes, heute nehmen wir das auf, morgen machen wir das, da haben wir auch noch gar keine Erfahrung mitgemacht.
Deswegen war das so komplett erstmal dieses Reinkommen in diesen Prozess. Mhm. Und dann auch, dieses ständige Nicht-Wissen, ob es gut ist, ob es okay ist oder ob es scheiße ist. Weil wir haben das bestimmt, also die ersten Schlagzeugaufnahmen waren sowieso dann für die Katz, bis wir dann gemerkt haben, nach irgendwie vier oder wir haben, glaube ich, den einen Tag für 4 oder 5 Lieder aufgenommen, ne? Und haben dann festgestellt, dass die Snare ganz leicht in den Hochtönen oder was, glaube ich, war das, so ein Surren hatte. Ja, und wir haben dann halt, ne? So ein Nachhall, so ein ganz leichtes. So ein Oberton drin, ja, genau. So ein Oberton. Und wir haben so erst gedacht, ja geil, 5 Lieder aufgenommen, wir haben halt übel was geschafft. So am Ende haben wir halt nochmal Milan. Also für die, die es nicht, noch nicht mitbekommen haben, das ist die Person, die uns gemixt und gemastert hat. War eine richtig coole Zusammenarbeit. Wir verlinken Point Break Recordings auch nochmal unten in den Kommentaren. Wer da mal vorbeischauen will, kann da auch gerne mal ein Like da lassen. Ja, sehr gern. Also ist ein richtig cooler Typ. Und ja, wir haben ihn dann gefragt, hörst du das auch? Und er hat so gesagt, ja, da müsst ihr noch mal drüber. So. Ja, Und die ganze Tagesarbeit war für den Anus. 5 Lieder einfach wieder weggeschmissen und alles noch mal neu aufgenommen. Und dann hat man die fertig und haben gehört, okay, der Ton ist weg. Aber ja, du schickst es wieder ab und lässt wieder prüfen. Ist es okay so, ist es nicht okay so, müssen wir es noch mal machen. Zum Teil hast du ja wirklich lange Sessions dann am Tag gehabt, wo du teilweise 4, 5 Stunden oder 6 Stunden oder noch länger dann aufgenommen hast, natürlich mit Pausen zwischen. Und ja, hast es dann fertig gemacht und weggeschickt und hast immer dieses Gefühl im Hinterkopf, es könnte sein, dass wir wieder irgendwas verkackt haben, weil wir haben das ja noch nie gemacht. Es war halt extrem viel Anspannung, komplett über die ganze Zeit hinweg. Also es war sehr aufregend und ziemlich spannend auf jeden Fall. Ich finde, für mich war der größte Punkt eigentlich dabei, dass du nicht weißt, was zum Schluss bei rauskommt. Das hätte ja die ganze Zeit über auch sein können, dass auch dann das Endprodukt komplett von Arsch ist und du einfach dir denkst, Alter, das ganze Geld in den Sand gesetzt, die ganze Zeit, die ganzen Nerven, die da einfach mit verbunden waren. Ich finde, das war so auch, das hat irgendwie mich durch den kompletten Prozess begleitet. Ist das jetzt das Richtige, finde ich? Das war für mich irgendwie schwierig. Mhm. Aber vielleicht können wir das auch Philipp nochmal fragen. Ich will eigentlich ein bisschen aus diesen Interview ja, komplett. Ja, ich will ein bisschen, ja. Das klingt, ja, ist ja kann ein Gespräch. Kann einfach ein bisschen was dazu erzählen, ohne dass du eine Frage stellst. Genau, trotzdem will ich die Frage stellen. Das ist zwar doof, weil wir haben uns ja auch was dabei gedacht. Ne? Also das Album, und das haben ja auch schon einige erkannt, ist ja nicht einfach nur, wir nehmen unsere Musik auf, die wir die letzten paar Jahre im Proberaum auch anfänglich so zusammen komponiert haben, wie sie dann letzten Endes auch sind, sondern die Texte, die Melodien, die haben ja alle einen Rahmen bekommen und erzählen ja was. Philipp, willst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen, vor allem zu der Intention dahinter, was dahinter steckt? Das ist, wir haben, also für mich persönlich und für uns sind halt Alben erstmal eine ganz große, also das ist so ein Aushängeschild für eine Band. Und ich bin auch zum Beispiel noch jemand, der sehr gerne CDs kauft und nicht so oft streamt, sondern dann eher die CD ins Auto mal reinlegt oder halt in CD-Spieler, keine Ahnung. Und die meisten erzählen immer eine Geschichte irgendwie. Also entweder ist es halt die Zeit, in der die Band halt gerade lebt, oder es ist halt ein komplettes Konzept dahinter, ja, dass eine Geschichte erzählt wird von vorne bis Anfang. Und das fand ich irgendwie eine sehr schöne Idee und sehr schönen Gedanken. Und wir hatten die Songs halt, die zuvor, also was Max schon meinte, die Jahre davor entstanden sind, die gingen halt alle in so eine gewisse Richtung. Und das war dann halt dieses Beziehungsthema, Freundschaften, wo man sich dann ein bisschen selbst reflektiert hat, wo man geguckt hat, okay, was ist die letzten Jahre passiert, wie habe ich mich dabei gefühlt, wie ist das Ganze ausgegangen letztendlich. Und genau, wir haben dann entschlossen, dass wir ein Konzeptalbum daraus machen und das
die Platte dann den Namen Relations kriegt, also passend auch zu dem Inhalt, zu dem Thema. Vielleicht, weiß ich nicht, soll ich kurz noch die Geschichte dahinter erzählen oder den Ablauf vom Album? Mach das ja, gerne mal. Ja, ne? Weil es ja auch nicht nur einen textlichen, sondern auch einen musikalischen Ablauf hat. Genau, also es fängt halt ein bisschen an, so wie man das kennt. Also es ist quasi so ein, also ich sag mal eine dramatische, klassische Beziehungsgestaltung irgendwie, sowas in der Richtung. Dass man halt erst diese Kennenlernphase hat, ja, man trifft irgendwen oder man lernt jemanden kennen. So bis man denjenigen halt nicht mehr wirklich aus dem Kopf kriegt. Und wenn alles gut läuft, endet das dann in der Beziehung, wie das auch auf dem Album dann geschildert wird. Allerdings kommt dann manchmal so ein Bruch rein, wo dann die Beziehung halt irgendwie so in der Schwebe steht und man nicht wirklich weiß, wo es hingeht. Und was dann letztendlich dann auch zum Abbruch führen kann, wo dann das Album quasi dran anknüpft, wo dann halt, wo dann die Trennung beschrieben wird, dann auch emotional. Und letztendlich das Album endet dann damit, dass man halt an die Zeit nochmal zurückdenkt und an die Menschen auch, die man auf seinem Weg bisher getroffen hat. Und gibt dann halt eine Aussicht so auf die Zukunft so ein bisschen, ja, dass man halt vielleicht immer noch irgendwie den gleichen Ort hält, aber sich selber vielleicht nicht mehr sieht. So in der Richtung. Man entfremdet sich. Man entfremdet sich, genau. Ja. Der Ort ist noch nah zusammen, aber die Gedanken gehen weit voneinander weg. Aber sehr schön. Ja, ja, genau. Auch was Maxi meinte, so musikalisch ist es halt, ich glaube, man kann es gut beschreiben, so, weil die einzelnen Lieder dann auch, wenn man die Titel liest, sieht man dann relativ schnell, okay, in welchen Teil der Beziehung stehe ich oder findet der Song gerade statt. Dass am Anfang halt, dass die Lieder so gerade dann auch Next Time und Unreachable Girl Awaited, dass die halt schon ein bisschen mehr nach vorne gehen, ein bisschen schneller. Das ist halt dieses Spannende, diese lebhafte Kennenlernphase irgendwie, wo, wie man dann auch häufig sagt, so wo dann halt vielleicht bei Verliebten oder selbst bei Freundschaft, wo dann halt so ein Kribbeln im Bauch stattfindet, ja, wo man irgendwie merkt, okay, da ist was Spannendes hinter, da passiert irgendwas und ich möchte herausfinden, wo das hinführt. Und ja gut, dann ist dann halt diese Beziehung mit With You quasi geschildert. Der Song ist ja ein bisschen ruhiger, wurde auch schon als Ballade des Albums betitelt. Finde ich, ist aber auch echt so ein, also der geht raus, der sticht raus, weißt du? Ja, genau. Ja, der ist zwar so smooth, aber ich finde auch für die erste, zweite Strophe da, dass da nochmal so ein Bruch kommt, wo es dann wirklich nochmal so einen krassen Ticken ruhiger wird an der Stelle, wo die Akkorde quasi immer nur angeschlagen werden. Das finde ich auch, das nimmt einen nochmal die Geschwindigkeit raus aus dem Gesamtalbum. Das finde ich sehr schön. Deswegen kann man es schon irgendwie als Ballade bezeichnen. Ich finde, die Leute haben da auch recht. Aber ich finde, das ist ja bei vielen tatsächlich ein Highlight. Aber das stimmt, ja. Ich würde gerne mal von den Zuhörern wissen, welches ihr Lieblingssong, welches ihr Lieblingstitel ist. Schreibt es in die Kommentare. Der nächste Titel trägt den. Das könnt ihr gerne mal reinschreiben. Und was noch dazu zu sagen wäre von mir, ist halt wirklich das Interessante, dass sich die Liedstrukturen, sagen wir mal, ne, nochmal geändert haben. Ne? Also die waren ja nicht so, wie sie jetzt auf dem Album sind, direkt so geplant. Ne? Also kann man ja sagen, so Phil hat sich nochmal Gedanken gemacht, wie man nochmal die Lieder auch überarbeiten kann. Ne, Max hat sich nochmal Gedanken gemacht wegen Basslines, was man da noch ändern kann. Das muss man sagen, das war Katastrophenpart auch so ein bisschen alles. Ne? Also vielleicht, um das den Zuhörern nochmal richtig zu sagen, vorher haben die Lieder zwar sich ähnlich angehört, aber waren anders strukturiert. Bevor wir gesagt haben, wir nehmen das Album auf, und dann haben wir uns erst richtig Gedanken gemacht.
Absolut. Kann man also eigentlich so sagen, oder? Nee, na richtig, also da muss... Da wurde zwei Tage vom Ende, ja, wir müssen noch mal zwei Songs schreiben. Ja, also... So, ja, wir sind noch gar nicht fertig mit dem einen, so also, mit einer Aufnahme. Wir hatten 10 Songs, 12 sollten aufs Album und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt an. Ja, das war ganz, ganz so schlimm war es nicht. Nein, aber es hat ja auch Spaß gemacht und ich finde, man hat da... Also ich persönlich finde, da hat man so viel in der Zeit gelernt, wie das Ganze passiert und was man da machen muss, worauf man achten muss. Das hätte man nicht gelernt, einfach indem man nur weiterhin geprobt hätte oder so. Und man hätte das Ganze auch gar nicht so angegangen, wenn man nicht einfach gesagt hätte, Lust, das müssen wir jetzt machen und wir setzen uns dahinter. Absolut. Nee, absolut. Also das war eine wahnsinnige Herausforderung für uns, so weil wir es noch nie gemacht haben. Aber andererseits hat uns das auch so viel weitergebracht. Schon alleine an die Songs nochmal zu überdenken, so, ne? Was man halt vorher irgendwie nicht gemacht hat. So, wir hatten halt einfach mega Bock auf die Bühne rauszugehen so und halt einfach mit den Leuten Spaß zu haben. Und das haben wir auch größtenteils geschafft. Ist auch das Wichtigste trotzdem noch. Nee, absolut, ja. Absolut, definitiv. Aber wir haben nie irgendwie auf musikalischer Seite weitergedacht. So, man hat schon mal gesagt, okay, wir könnten da nochmal was einbauen und wir können da nochmal die Backings verändern oder noch zusätzlich irgendwas einbauen und wir können da nochmal was dran machen. Aber irgendwie ist es dann so geblieben und man hat sich dann erst wirklich hingesetzt, wo es dann schon fast zu spät war, tatsächlich, ja. Ja, es war so in einem okayen Maß, sage ich mal, festgefahren. Also es war so, wir hatten unser Set drauf, es hat Bock gemacht, wir hatten übel Spaß dran, aber es war halt so in diese Richtung eingerenkt, ne? Aber durch dieses Recorden von dem Album hat sich da halt nochmal so was irgendwie so, oh, jetzt fällt mir kein schöner Spruch ein. Die Blüte des Ostens ist aus Ma. ihr wisst, was ich meine. So, das hat sich nochmal so rauskristallisiert. Die Lieder sind nochmal komplett neu geworden. Ja, das liegt aber auch daran, man hatte wirklich den Gedanken, so wie das aufs Album kommt, ist es festgesetzt. Absolut. Das muss, das müssen 120% von dem sein, was man kann. Und man muss alles geben und es soll nochmal ein Ticken über dem jetzigen sein, was wir gerade haben, damit man sagt, nein, das ist nicht nur der Ist-Zustand, das ist das Neue, das ist das Nächste. Da geht's weiter. Ne? Ja. Und das war irgendwie auch... Warte, als ich eure Augen gerade gesehen habe, ihr habt gerade geguckt, was hat er gesagt? Ich hoffe, ich habe mich nicht so doof ausgedrückt. Nein, alles gut. Ich habe gerade nur auf die Tonspur geguckt von mir. Ja, ich tatsächlich auch. Ja, geil. Oh, ich glaube, ich übersteuere ab und zu, glaube ich, mal ein bisschen. Was halt auch ziemlich spaßig an dem Prozess war. So, ich weiß jetzt persönlich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht genau, zu wie viel Prozent des Editing nennt man das, ne? Was da nochmal draufkommt, wenn jetzt zum Beispiel Samples, wir haben auch Samples aufgenommen nochmal, auch fürs Schlagzeug, dass Milan da ein bisschen gucken kann, wenn mal ein Snare-Schlag zu leise ist, dass er da ein bisschen nachbessern kann, dass er da ein bisschen Variation rein noch, also dass er das ein bisschen editen kann. Und editieren auf Deutsch. Und es war halt auch geil, wir haben auch Milan von Anfang an gesagt, wir wollen das gern so natürlich wie möglich haben und natürlich wie möglich einspielen. Wir wollen nicht irgendwie jetzt Lines von Drum-Samples da reingefügt haben. Wir wollen das wirklich, wir wollen das selber aufnehmen und wir wollen, dass das so natürlich und normal eingespielt wie möglich bleibt. Klar, mit Effekten und so, ne? Aber dass da nicht viel rumgefuscht wird, in Anführungsstrichen. Und das finde ich halt auch cool, wenn man dann dieses Album fertig hat und es in der Hand hält und sagt, ey, Jungs, das haben wir halt gemacht. Das ist so unser Werk für die Welt. Das ist, ich weiß nicht, ob das allgemein beim ersten Album so diese Emotionen sind, aber ich finde das immer noch sowas von geil. Weiß nicht, ich freue mich da so, das einfach eine CD machen zu dürfen. Das ist super geil. Das ist, also, ich weiß nicht, also da habe ich
für mich persönlich ist das ein Lebensziel, was in Erfüllung gegangen ist. Ne? Also seitdem ich, glaube ich, das erste Mal Gitarre in der Hand hatte oder das erste Mal auf einem Konzert war, war das auch so der Traum, eine Band zu haben und dann eigene Musik rauszubringen und eine CD in der Hand zu halten. Ja. Ne? Und ja. es hat halt so viele Jahre gedauert und man hat drauf gewartet. Und dann finden sich hier so drei Dödel zusammen, die sagen, ey, wir haben den gleichen Traum irgendwie. Und dann schließen die sich da 3-4 Monate im Proberaum ein und machen das und kriegen das irgendwie hin, so, ne, ohne Erfahrung auch. Ja, doch, das ist, das muss man sich immer mal wieder vorhalten, tatsächlich, so, das geht so oft in Vergessen. Ja, wirklich. Das verliert man so oft, aber es ist schon was ganz Großes. Ja. Ja, trotzdem gerne jetzt abschließend dazu noch sagen, denk dran, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade so Punkte, so, ne, erstes Album, vielleicht auch dann so ein Punkt für uns sicherlich, der nächste Punkt oder ein nächster Punkt, die erste Tour. Alles so Sachen, wo sich jetzt vielleicht Erfahrenere sagen, ah, das ist doch nicht so, und ja, dann hast du es halt geschafft und dann geht's weiter. Aber so den nächsten Schritt zu gehen und zu gucken, wie weit geht's und wie geht's überhaupt weiter, so, das macht halt auch super Bock. Ne, wir wissen jetzt nicht, was in einem halben Jahr ist, wenn vielleicht dann Corona mal ein bisschen nachlässt, die gute Frau, dann wissen wir halt nicht, wie es weitergeht. Dann kann es halt sein, dass dann im Anschluss an Corona durch einen dummen Zufall eine Tour entsteht oder überregionale Auftritte sonst wo in Deutschland. Das wissen wir halt jetzt noch nicht. Und das ist irgendwie auch das ist sowohl das, was einen so ein bisschen denken lässt, so, oh, wo geht das überhaupt hin, so, machen wir das richtig oder machen wir das falsch, aber auch dieses, was einen irgendwie weiter antreibt, so dieses, ja, mal gucken, wo es hingeht. So, jetzt höre ich nochmal einen aus dem Zitatebuch raus, solange du Spaß hast, machst du alles richtig. Das stimmt absolut. Das ist die Hauptsache. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert von Anfang an. Und ich glaube, zusätzlich noch dazu, solange es da draußen noch Leute gibt, die uns tatsächlich folgen und das feiern, was wir machen, können wir, glaube ich, nicht so verkehrt liegen damit. Ja, das stimmt. Ja, das sollte schon passen, wa? Das macht auch am meisten Spaß, eigentlich die Leute zu sehen, zu hören, also so Feedback zu bekommen. Das ist geil. Macht das bitte auch weiterhin. Das ist unser Lebenselixier. Das hält unser Motor am Laufen. Ja, ja. Und sei es nur hier beim Podcast. Das ist einfach toll. Es ist schön. Ja, schreibt allen möglichen Mist in die Kommentare rein. Wir freuen uns darüber. Jeder von euch kriegt jetzt die Aufgabe, 10 sinnlose Wörter in die Kommentare zu schreiben. Oh, das ist aber schon ganz schön viel. Ja, das ist viel. Richtig rund. Ja, es gibt kein richtig gescheites Homeschooling. Da müssen wir hier das machen. Ja, die sollen einfach mal skurrile Wörter aussuchen, die mit K anfangen und mit T enden. So, cut. Alter, okay, krass. 10 Wörter also, mit K anfangen und mit T aufhören. Ja. Genau. Okay, das ist cool, das würde ich auch machen. Ja. Ich bin mal gespannt. Ah, okay. Aber nicht Englisch, nur Deutsche. Nur auf Deutsch. Nächstes so Mal kommt Russischunterricht. Heute machen wir Deutsch. Zum Beispiel Kant. Kant. Ja, da haben wir auch gleich. Immanuel Kant. Ja? Kant. Aber nicht 10-mal Kant schreiben, ne? Nein, es müssen 10 verschiedene Wörter sein. Richtig. So. Und jetzt würde ich gerne überleiten. Na gut, so soll es sein. Liebe Leute, kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie unseres For Next Time Podcasts. Lautet, wärst du noch mit mir befreundet, wenn? Das war eigentlich die komplett falsche Mucke. Ich dachte, du machst jetzt nochmal hier, haust richtig einen raus, machst so, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, dem richtigen Podcast, dem Highlight im deutschen YouTube-Raum. Hier ist For Next Time! Weißt du, habe ich jetzt einfach so gehofft, dass da jetzt was ja, kommt. Ja, okay, aber dann machen wir das nochmal. Okay. Mit der Musik? Und mit der Musik? Die passt aber doch gar nicht so richtig. Na, egal. Okay. Wollen wir was Actionreiches? Ich habe noch was Actionreiches. Ja. Okay. Ich rolle mit meinem Bürostuhl ein Stück zurück, damit ich nicht hier komplett übersteuere. Damit du gleich recht nach vorne preschen kannst. Ja. Seid bereit. Nee, das war's nicht, ne? Doch. Doch.
habt ihr was? Geht der? Pass auf, und der geht gleich, der geht gleich noch einen Ticken höher. Okay, Moment. Ich muss mich erst reinfühlen. Ja, und die Sirene muss auch erst auslaufen. Sollen wir das eigentlich cutten? Nee, das bleibt so. Okay. Das ist okay. Alter, wie lang geht die Sirene? Ich drück jetzt einfach auf Play. Ja. Herzlich willkommen zur neuen, nein, nicht zur neuen, zu einer altbekannten Kategorie. Diese Kategorie heißt, wärst du noch mit mir befreundet? Und sie wird geführt von, sie wird geführt von Elias Svantesson. Gefragt werden hier Maximilian Henke und der berühmt-berüchtigte Ludwig von der Teergrube. Wärst du noch mit mir befreundet, wenn? Die Sirene, die geht einfach so lang. Ich höre nichts mehr. Es wird der Tag kommen, an dem Maximilian Henklovic eine Stadion-Tröse vors Mikrofon hält, um einfach komplett zu rutschen. Ich freue mich schon richtig drauf. Sowas habe ich mir schon immer mal gewünscht. Die sind einfach so schön laut. Und ja, das war's. Die sind einfach laut und das ist toll. Gut, tschüss, das bis nächste Woche. Ja, liebe Leute, dann würde ich euch ganz gerne mal fragen, wärt ihr denn noch mit mir, sollen wir die Kategorien eigentlich nochmal erklären für die neuen Zuschauer, Zuhörer, oder? Kannst gerne machen. Ist das selbstsprechend? Okay. Obwohl, wärst du noch mit mir befreundet, wenn ist das jetzt so? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr noch mit mir befreundet wärt, wenn. Wärt ihr noch mit mir befreundet, wenn ich anfangen würde, leidenschaftlich niederländische Holzschuhe zu verkaufen und zu produzieren? Gut, also um ganz klar einfach mal auf die Frage zu antworten, ohne zu fragen, warum denn überhaupt? Ja, natürlich werde ich noch mit dir befreundet. Wenn das dein großer Wunsch ist und dein Traum ist, dann darfst du natürlich Holzschuhe verkaufen. Nee. Okay. Philipp, pass mal auf. Also, ich will erstmal wissen, wo produzierst du die und wie? Okay. Machst du das bei dir zu Hause oder hast du da eine richtig schöne Fabrik zu? Und zwar, also das muss ja, also es ist auch nicht so, dass ich da jetzt mit dem Fingerschnipp da drin wäre im Geschäft, sondern ich würde halt jetzt erst damit anfangen. Ich würde quasi in meinem Keller, der circa, 4-5 Quadratmeter groß ist, würde ich anfangen, würde mir halt so Holzblöcke kaufen im Baumarkt, würde mir halt, was braucht man dazu? Siehst du, da muss ich mich erstmal informieren, müsste man hier so einen Hobel holen und alles sowas, hier so Geräte, und würde halt erstmal im Kleinen anfangen, in meinem Keller Modelle zu bauen. Ich nehme eine Modelle an. Also so Holzschuhmodelle. Und die Leute erstmal sollen sich dann aussuchen, was sie haben wollen. Ja, also das ist dann erstmal so ein Rohprodukt, was dann erstmal so in Form gebracht werden muss. Muss ja auch immer mal was Neues auf den Markt bringen. Ich kann ja nicht einfach nur einen ganz normalen Holzschuh auf den Markt bringen, in Holzfarbe. Da musst du ja den neue Gedanken machen, wie könnte ich den designen? Wie viel muss ich innen ausschaben, damit der Fuß eine perfekte Passform hat und so. Mach doch einfach irgend so einen Haken da dran oder so drei Streifen, dann sieht das schon sportlicher aus. Wenn du dann nicht verklagt wirst, dann ist da alles gut. Dann kannst du zum Schluss hat er eine Kooperation mit Adidas. Ja, ja, genau. Der neue Adidas Holzschuh. Sprinten wie kein Zweiter. Aua, 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 aua. Sehen die dann eigentlich aus wie originale Holzschuhe aus den Niederlanden? Ja, so ziemlich. Soll ich euch mal was verraten? Mit leichten Abweichungen. Ja, verrat uns mal was. Ich habe tatsächlich welche. Original aus den Niederlanden. Ja, echt? Ja. Sind die von Flo? Nein, sie sind blau und sind bemalt, tatsächlich handbemalt. Also die haben ja so eine gewisse Form auch, ne? Die gehen ja vorne so spitz zu und so. Ein bisschen nach oben. Ja, genau. Also ich fand die damals, war toll zu haben, aber wenn du auf einer Holztreppe damit läufst, da kriegt jedes Kind von der Mutter gleich einen Schlag auf den Hinterkopf,
weil nicht, dass in die Treppe irgendwelche Dellen reinkommen. Da machst du alles mit kaputt. Und die sind einfach verdammt unbequem. Ich weiß nicht, wie die damit laufen könnten. Das wäre doch Flo. Deswegen also, haben die in Niederländer auch bekannterweise nur Steintreppen. Marmor. Übrigens so ein kleiner Funfact am Rande. Nee, die haben gar keine Treppen. Das Land ist so flach, dass die einfach keine Treppen brauchen. Ach stimmt. Ah, ja, okay. Ja. nee, aber, oh, aber Flo, das wären schon mal zwei interessante Ansätze, wo du dein Marketing oder dein Produkt einfach schon mal ganz anders bewerben kannst. Erstens, du musst etwas anbieten, was handgefertigt ist und am besten handgemalt, weil das ist das Zeug von Qualität. Und zweitens musst du etwas anbieten, was nicht... Kommt drauf an, wie gut man malen was, kann. Ja, was? Ja, du bist ja erstmal allein in der Firma. Das heißt, die Qualität deiner Zeichnungen wird auf die Schuhe kommen. Ja, aber okay. Wie viel Zeit würde denn das beanspruchen? Das müsste ich noch wissen, um zu sagen, ob ich dann noch mit dir befreundet wäre. So, jetzt... Okay, also quasi die nächste herausfordernde Frage. Naja, also es kommt drauf an, jetzt am Anfang würde es nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Also ich würde das so ein bisschen hobbymäßig nebenbei machen. Da verdienst du auch keine Kohle. Ich dachte, du würdest damit ein Business aufbauen. Ja, das kommt ja dann nach und nach. Aber so für den Anfang, also wenn ich jetzt anfangen würde, Holzschuhe zu produzieren, niederländische, und die dann anfänglich verkaufe, auch an Kinder und so. Was würden die kosten? Mama, der gruselige Typ ist schon wieder beim Kindergarten aufgetaucht. Klack, 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 klack. Kauf mir meine Schuhe. Du hörst ihn nachts durch die Straße laufen mit diesem Klack, 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 Klack. Oder in der Einkaufsstraße irgendwo so Marktschreier-mäßig hörst du dann nur Klack, 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 Klack. Und der kommt schon wieder. Da so, wollt ihr Holzschuhe kaufen? Max, jetzt müsstest du eigentlich mit deinem Mikrofon kommen. Mit dem Heil. Jo. Ich hätte für ihn auf jeden Fall was, der mit den Holzschuhen tanzt. Ja, oh ja. Das wäre dein Geschäftsname, oder? Würde das durchgehen? Ja. Ja, dann muss ich nur noch tanzen üben. Ja, dann würde ich auch. Du müsstest nicht lernen, Holzschuhe zu produzieren, aber Tanz. Ja. Finde ich die beste Aussage. Ja, okay, also werdet ihr noch beide in diesem Sinne mit mir befreundet, bei diesem Ausmaß? Gibt es bei der Freundschaft ein gratis Paar dazu? Ich würde euch quasi die Prototypen würde ich euch quasi an die Hand geben. Nee, dann nicht. Ja, komm, ja doch. Doch, das würde ich machen. Für ein paar kostenlose Holzschuhe. Okay. Max, wir reden von den Prototypen, da guckt bestimmt noch Nägel raus. Alles eigentlich kommt da gar kein Nägel rein, wenn der das aus kompletten Klotz Holz rausschnitzt. Er muss erstmal monatelang damit beschäftigt. Ja, er muss erstmal lernen, wie es geht. Wer weiß, was dabei rauskommt. Doch, ich wäre noch mit dir befreundet. Ja, Flo. Okay, und also ihr beide. Ja. Das wäre okay für euch. Aber wäre das auch noch okay für euch, wenn ich euch quasi jederzeit dazu nötigen würde, die Schuhe selbst zu tragen, mit der Begründung, dass das gut für den Rücken sei? Nur für den Rücken? Das kann nicht gut sein. Ja, ich würde das aber behaupten, immer. Und würde euch dann halt richtig damit nötigen. Wären wir also denn auch so deine Werbemaskottchen und müssen immer mit so zu Holzschuh-Events und überall, wo du die verkaufst, im Stadtfest und so. Und müssen da immer Models stehen? Zur internationalen Holzschuhmesse in Amsterdam. Okay. Alter, Florian, du forderst uns richtig heraus. Allerdings, naja, das Max, ist aber allerdings okay, waren wir da auch noch nie, ne? Das stimmt, ja. Ja. Ich glaube. Wäre mal was Neues. Amsterdam. Man wächst mit seinen Aufgaben. Würdest du das dann auch bezahlen, wenn du da bist? Und wir kommen ich würde euch das bezahlen. Ja, klar. Ich bin ja dann schon großer Firmenchef. Ich muss sie immer tragen, wenn du willst. Immer. Also ich würde darauf bestehen, dass du die immer, wenn wir uns sehen, trägst. Immer. Oh, da hoffe ich, dass für immer Corona ist, ey. Ja. Und dann würde ich dich immer fragen, Maxi, trägst du deine Holzschuhe? Auch im Winter sind die wenigstens gefüttert? Das lässt sich das machen, ist, ja. Das ist das, das haben ist die das, Spikes drunter? Die Nägel. Kann man auch sicherlich designen. Wäre doch mal was. Ei, Winterholzschuhe. Das war das, worauf ich eben hinaus wollte. Du müsstest dir was anderes überlegen und eine Fütterung wäre doch schon mal ganz gut, dann wären die gemütlicher. Und die Nägel. Aber die Fütterung ist außen. Achso. Also Holzschuhe mit Fell. Ja, genau. Sehr gut. Und mit Wackelaugen. Und mit Wackelaugen.
Könnte ich ja mir dann auch Unikate, also wären das dann immer noch die Probeexemplare oder Beispielexemplare oder würde ich dann immer wieder ein paar neue kriegen und könnte die auch mal Designvorschläge geben? Mal so ein bisschen mitbestimmen. Das Ding, das ist, also das Ganze, das ist wie so ein Schneeballsystem. Wenn ihr da anfangt mit, dann kommt ihr da auch nicht mehr raus. Ich werde euch dann immer bei mir haben. Also ihr könnt gerne anfangen, Prototypen und sowas da, ne? Ist der ganze Kikifax am Anfang, das ist alles nur Lockmittel für euch. Also du und meinst, dann, wenn es ist so ein richtig krass Schneeballsystem. Wir kriegen ein Geschenk, wenn wir 5 verkaufen. Ja, also so geht das dann weiter. Und so, das also, sagen wir den anderen auch. Du kriegst ein Geschenk, wenn du 5 verkaufst. Wann haben wir, wann haben wir denn so dieses bescheuerte Abo unterschrieben? Nee, das müssen wir machen, weil wir mit ihm befreundet sind. Das ist das Freundesabo. Das ist genau, das ist einfach, das sind einfach Sachen, die muss man auch mal mitmachen, wenn man wirklich tiefe Freundschaften haben will. Da muss man auch mal durch sowas durch. Wie viel muss ich denn verkaufen, damit das funktioniert? Das muss ich mir dann noch überlegen, aber ich könnte, also ich würde mal so sagen, so 10 Holzschuhe verkaufen, da kriegst du einen. Zählen die wir auf der Messe verkaufen, auch? Ja, das gehört, da kriegst du sogar noch Provision. Ach du Scheiße, geil. Ja, also das ist doch eigentlich ganz gut. Dann würde ich es mir überlegen. Aber muss die Ding trotzdem immer tragen dann. Ach nein. Ja. Oh Mann, ich muss im Sommer, im Winter, immer, egal. Stell dir mal vor, du gehst ins Schwimmbad und du musst mit diesen scheiß Holzschuhen dahin. Ja, und alles ist rutschig. Alles ist rutschig. Und du rutschst auf dieses scheiß Holz, weil das so durchsifft und so nass ist. Einfach durch diese komplette Halle durch. Das Ding ist, was noch dazu kommt, ich habe überhaupt kein Talent für Holzschuhe, also die herzustellen. Und würde die Schuhe immer viel zu klein aushobeln, sodass ihr halt extreme Schmerzen beim Laufen habt. Nein! Aber ihr dürftet euch einen Zeh aussuchen, den ihr frei bewegen dürft. Den wir abschneiden Welcher müssen? Wäre das? Nein, da wird eine kleine Aussparung in den Holzschuh vorne reingemacht und da darf der Zeh dann rein. Aber der Rest ist halt komplett abgeschnürt. Also ihr würdet da halt extreme das heißt, haben. Das heißt, das Holzsandaletten? Nein, nur ein Loch vorne drin. Je nachdem, wo der Zeh halt... Das heißt, der Schuh sieht aus, als wenn er kaputt wäre. Ja, als ob da so ein kleines Würmchen reingekrochen wäre. Und das ist im Winter auch? Ja. Nee, doch, Florian, aber aussuchen. Also ich würde mir wahrscheinlich den mittleren Zeh aussuchen. Ich wahrscheinlich, oder den großen. Nee, den großen nicht, weil du kriegst meistens in der Mitte vom Fuß einen Krampf, wenn du den nicht kannst. Ja. Und dadurch kannst du mit dem Zeh, kannst du das halt noch ein bisschen regulieren. Ja, und das ist doch gut, ey. Den großen stößt du dir dann öfter an. Stell dir mal vor, da ist da außen die Aussparung und du haust damit wogegen. Der ist ja dann komplett ungeschützt. In der Mitte, die sind ja da meistens geschützt. Dann noch, wenn da die Aussparung ist. Das geht ja. So, aber trotzdem, nein. Wenn das unter den Umständen, Florian, da kannst du dann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, da kannst du wieder zurück nach Holland gehen. Ja. Ach toll. Nee, Florian. Da kann ich ja direkt die Freundschaft auf Facebook beenden, ja. Stell dir mal vor, du musst mit so scheiß Holzschuhen rumlaufen und die fragen dich alle, warum. Ja, weil ich mit dem befreundet bin. Aber nur, wenn ich dabei wäre. Ja, aber nee. Nicht? Müssten das alle, die mit dir befreundet sind, oder nur wir? Nee, nur ihr. Oh nee, dann erst recht nicht. Wären das wenigstens alle, die mit dir befreundet sind. Alter, der Holzschuh-Clan. Kommt Jungs, wir machen einen Ausflug über die Marktpassage. Oh nein, da kommt wieder die Gang. Wollt ihr Holzschuhe kaufen? Dann schmeißt man die einfach hinterher. Konkurrenz, Schuhladen. Dann schmeißt man die mit den Holzschuhen ein. Na gut, also sagen wir mal, die Grenze wäre quasi eigentlich schon direkt am Anfang bei euch. Nein, ich würde... Nee. Ich wäre damit. Die Promophase wäre noch okay, ja? Die Promophase wäre okay. Ich würde mit dir auf Messen fahren. Ich wäre dein Messemodel. Ich würde da die Schuhe tragen. Und würde mich auch freuen, weil ich würde einen kostenlosen Urlaub immer bekommen, wenn wir da hinfahren. Ja, sicher. Und da würde ich mich dann auch mal die 2 Stunden auf der Messe da hinstellen. Ich glaube, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Das wird kein Urlaub. Du bist 8 Stunden für die Messe da und fährst wieder zurück. Und immer. Naja, gut, okay, aber das ist schon in Ordnung. Also ich denke mal, die Grenze ist okay. Ich finde es cool, dass ihr auf jeden Fall noch mit mir befreundet werdet.
wenn ich Holzschuhe produzieren und verkaufen würde, dann weiß ich ja, was ich nächste Woche anfange. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Clou. Ja. Ich habe mir schon fast gedacht. Der Store ist schon. Das war die deutsche Marktforschung. Du kannst schon vorbestellen. Eine Umfrage der deutschen Marktforschung. Ihr könnt jetzt auch übrigens bei uns im Fornext Time Store unter www.fornexttime.de/shop auch all unser Merch bestellen. Schaut und, vorbei. Und Florian soll einen neuen Holzschuh ab nächste Woche. Und ab nächste Woche Florian soll im Fornext Time Design. Das Logo befindet sich innen auf der Sohle. Hier. Also aber nicht an der Ferse, sondern vorne. Richtig cool. Ich glaube, wir sollten sowas nicht anfangen, weil sonst wollen die das wirklich noch haben. Und dann musst du dich wirklich hinsetzen und welche schnitzen. Scheiße, jetzt habe ich mein Schicksal besiegelt. Ja. Ich fände es toll. Wir werden sehen. Seid gespannt. Nee, aber das mit dem Shop ist echt ganz cool. Den haben wir jetzt fertiggestellt und wir werden da auch nochmal Werbung extra für machen. Aber wenn ihr es hier hört, guckt da gerne mal vorbei. Ist sehr praktisch, sehr einfach. Könnt ihr einfach mit PayPal bezahlen. Das ist super cool. Sind wir auch sehr zufrieden mit dem Shop und mit der Website. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt auch schon zur nächsten Kategorie, nicht wahr? Oh. Ja, ich freue mich da schon seit 2 Tagen drauf. Ja, vielleicht noch vorweg. Wollen wir das vorher erklären mit der Kategorie, wer das vorgeschlagen hat und so? Genau. Ja, dann erklären wir erstmal kurz. Und zwar haben wir beim... Ja, was denn? Soll ich sagen, wer es war oder weißt du es? Ich weiß, wer es war. Gut. Und genau, wir haben ja unter dem letzten Podcast gefragt, was eine Idee wäre für unser Traum, ... Und da solltet ihr mal Vorschläge reinschreiben. Da sind auch Vorschläge gekommen und wir haben uns für einen entschieden. Und zwar war der vom lieben Peter und er hat vorgeschlagen, dass wir denn mal unser Traum-Brautmodengeschäft beschreiben sollen. Und damit legen wir jetzt los. Ich muss die Effekte selber machen, weil ich kein so ein cooles Effektgerät habe. Herzlich willkommen zur neuen Kategorie Mein Traum. Heute mit Maximilian Henkel, Ludwig von der Tergrube und Elias Svantesson. Let's go. Was traumhafte Musik, oder? Das ist wirklich schön. Also ich könnte mir auch vorstellen, das wird dann so der Glockenton für unsere Eingangstür, wenn die Kunde reinkommen. Ja. Und dann kommen wir mit Badelatschen und rosanem Bademantel dann zur Tür gelaufen. Wir kommen mit Holzschuhen. Stimmt. Ja, Jungs, habt ihr euch Gedanken gemacht? Ja. Wir will aber natürlich. Dann fange ich einfach mal an. Und zwar ist es bei mir eigentlich ganz einfach. Ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, wie ich war noch nie in einem Brautmodengeschäft. Was gibt's da überhaupt? Ja, also warum auch? Was gibt's da überhaupt? Und wer hält sich da so auf? Ja, was passiert da so? Da lungern sie nur rum. Da lungern sie rum und dann gehen sie dann sofort rein, die Mädels. Und drei kriegen ein Säckchen und die andere probiert Kleider an, Brautkleider. Und ich habe mich dazu entschlossen, nicht der Einfachheit halber, sondern aus reinen Charakterzügen, würde ich ein Brautmodengeschäft eröffnen, würde das wie folgt aussehen. Es befindet sich in einer, ja, schon größeren Einkaufsstraße und die Tür ist gibt es dafür überhaupt ein Wort? Die Tür ist gläsern. Verglast. Verglast, genau. Die Tür ist verglast und man betritt sie durch einen, mithilfe eines goldenen Türknaufs. Sobald die Tür aufgeht, ertönt eine kleine Glocke, welche ein liebliches Zwitsch, Zwitsch. Switch, switch. Switch, switch. Switch, switch. Von sich gibt. Und sobald man ihn betritt, den Raum oder das Geschäft, sieht man quasi einen zusammenhängenden Raum. Die Größe könnt ihr in eurem Verstand euch selber ausmalen. Das ist eigentlich relativ irrelevant. Das Wichtige ist eigentlich, dass der komplette Raum überall, sowohl die Decke als auch die Tapeten, komplett schwarz tapeziert sind. Alles ist schwarz. Warum? Und in die Decken? Ja, alles, die Decken. Und pass auf,
An der Scheiße. Was? Der Horror. Der Horror. Der Boden auch? Nein, der Boden besteht aus Holzparkett. Boden. Dunkles oder helles? Relativ dunkles. So. Auch noch. Also, aber es sieht sehr, ja, doch schon sehr nobel aus. Das Wichtige, also der wichtige Punkt kommt jetzt, und zwar befinden sich an der Decke Scheinwerfer. Die beleuchten den Boden partiell, aber nur so spotmäßig. Und in der Mitte des Raumes steht die Kasse. Die Kasse besteht aus einer weißen Theke mit einer Benjamin Blümchen-Kasse drauf. Und hinter dieser Kasse, hinter dieser Theke sitze ich dann als Verkäufer natürlich. Und bin halt schwarz. Ich bin schwarz gekleidet und habe eine Sonnenbrille auf und einen schwarzen Anzug und eine Sonnenbrille. Und neben mir, rechts neben mir, also wenn ihr reinkommt, dann links neben mir, ja, spiegelverkehrt, steht dann ein großer weißer Schrank. Und ihr könnt euch vielleicht denken, was in diesem Schrank drin ist. Ein Brautkleid. Holzschuhe. Ein Brautkleid. denn keine Holzschuhe. Die sind im Vorratslager. Die biete ich dann noch nach dem Brautkleidkauf an, so als kleines, wie sagt man, Schmankerl. Genick. In diesem großen Schrank befindet sich ein Brautkleid, und mein Ziel ist es einfach, dieses ganze Getue, diese ganze Macherei um die Hochzeit, ne, immer dieses, ja, ich brauche das schönste Kleid und ich muss schöner aussehen als meine beste Freundin, die ja letztes Jahr Hochzeit hatte, das alles so ein bisschen zu eliminieren, indem man sagt, wir bieten einfach, also ich als Verkäufer biete einfach ein Kleid an, ein universelles Kleid, was trendy und modisch ist, was für jeden passt, es passt nicht für jeden, eigentlich nur die bei mir kaufen wollen. Aber ich suche mir meine Kunden aus, ja, ganz einfach. Und das ist ein relatives Standardkleid in Weiß. Und das Besondere ist, das Kleid hat hinten am Rücken eine Art, wie sagt man so, elastischen Bund. Das heißt, du kannst dir das Kleid kaufen. Also es gibt meinetwegen Größen ganz einfach. Und Männer denken S, M, L und XL, ja. Und das kaufst du dir. Und wenn du dir das kaufst, dann passt das. Und wenn du dann bis zur Hochzeit nochmal 10 Kilo zunimmst, ist das überhaupt kein Thema, weil der elastische Bund am Rücken befindet sich dort. Und der sorgt dafür, dass wenn du ein bisschen zunimmst bis zur Hochzeit, halt, dass es überhaupt kein Thema ist. Und der sieht halt, ich habe da noch so kleine Glitzerpartikel eingearbeitet in diesen Bund, dass das so ein bisschen festlich aussieht. Und das macht das zum echten Hingucker. Flo, darf ich dich jetzt mal was fragen? Flo, ja. Das ist einfach viel. Also, das ist gedacht und gemacht. Ja, ja. So einfach, nimm, friss oder stirb. Ja, ich habe ohne Scheiß, ich muss ein paar Sachen loswerden. Ne? Eine Frage, wie teuer wäre das Kleid denn? Das kann sich ja nicht jede leisten, bestimmt. Nee, das stimmt. Also es wäre schon ein Designergeschäft in Heiligenstadt, weltbekannt. Und ich würde, das kommt drauf an, also eine S kostet ein bisschen weniger als eine XL, ja, also da gibt es so schon warum, leichte Schwankungen. Warum, weil der Stoff mehr ist? Weil es ein bisschen mehr Stoff ist. Ich habe gedacht, genau. Es ist das gleiche Kleid. Nein, ja, es ist ja größer, ein größeres nein, Kleid braucht auch mehr Stoff. Der Bund macht doch das Kleid größer, Florian. Nein, nur Florian. Gewisse. Es, nur gewisse genau, nur ein, richtig, genau, also es gibt schon die Größen S, M, L und XL, die sind dann auch in aufsteigender Höhe größer und auch weiter, aber jedes Kleid, also wenn du eine XL hast, kannst du keine S kaufen und dann irgendwie erwarten, dass wenn du dann 20 Kilo zunimmst, dass dir dann die S noch passt, weil du passt da nicht rein. So habe ich das verstanden. Nein, du kaufst dir schon deine Größe, die du so hast, ja. Aber du hast wenn plus jetzt, minus. Genau, du hast, richtig. Genau, du hast einfach die Möglichkeit, dass du noch zunehmen kannst, wenn du dir deine passende Größe kaufst. Ja, das ist ja nämlich ein oft bekanntes Problem, Flo? Wie man so in der Brautmodenszene hört, ja? Darf ich dich jetzt mal fragen, welchen Schnitt das Kleid hat? Ist das Godet, Fit im Flair?
Oder Das ist ein Slim oder ein Schlepper? Oder ist das ein Princess oder ein Princess Deluxe? Oder eine A-Linie oder das Empire-Modell? Vielleicht ist es auch ein Fishtail. Ich weiß nicht. Oder ganz Marzahn? Sogar Fukuhila. Welches ist denn das? Es ist ein Slim Fit mit V-Ausschnitt. Okay. Es ganz gibt leger, kein Slim Fit. Ich habe dir gerade alle Möglichkeiten vorgelesen. Also ich gehe aus, es ist eine A-Linie, eine typische A-Linie, oder? Es ist quasi eine Mischung aus Slim Fit und V-Ausschnitt. Also, du gehst dahin, in diesen Laden. Wenn du Mama, keine Ahnung, das ist ein Laden, die Frau liegt im Koma und sobald die aus dem Koma rauskommt, will der Mann die Frau heiraten und geht für sie ein Brautkleid kaufen, dann geht er in den Laden. Ja. Weil der Verkäufer hat keine Ahnung, der Mann hat keine Ahnung. Und es gibt keine Auswahl, also es ist easy going weg. Genau. Für genau so Leute ist das. Alter, das ist Florian. So richtig gut. Das Kleid für die einfache Frau. Weißt du, wie ich mir das, was Max eben meinte, was ich mir auch vorgestellt habe, das könnte auch einfach sein für Leute, die diesen Moment vor Aufregung nicht ertragen können, das eigene Brautkleid oder sich im Brautkleid zu sehen, weil wenn die Wände komplett schwarz sind, ne, und nur der Spot scheint und keine Spiegel da drin sind, dann kannst du das anprobieren und kannst damit rausgehen und dann siehst du das erst wieder zur Hochzeit. Ganz so, genau. Und weißt du, was mir dann noch mit den schwarzen Wänden, wenn du dann keinen schwarzen Anzug, sondern so ein Morphsuit anhättest und dann hinter der Theke siehst, da hinter dieser Benjamin Blümchen-Kasse, ne, dann würden dich die Kunden erst gar nicht sehen, wenn die reinkommen, weil du vor der schwarzen Wand einfach verschwindest. Und auf den zweiten Blick sehen die dann erst, dass da wer sitzt. Das ist super gut. Das ist wirklich. Ja, Dankeschön. Ja. Ihr kennt das ja auch sicherlich, dass oftmals ja auch bei Werbung und so, dass das sehr viel ausmacht, wie man die Sachen bewirbt, ja. Und stell dir vor, du kommst in diesen Laden rein, alles ist dunkel und schwarz, nur die Spots leuchten auf diesen schönen Parkettboden und dann kommt da plötzlich so eine schwarze Gestalt aus dem Schatten raus und du denkst dir erstmal so, wow, ach du Scheiße. Hier will ich mal Brautkleid kaufen. Ja, das denken die sich auf jeden Fall. Philipp, kannst du mich mehr flashen? Ich kann es gerne versuchen. Okay. Wir stellen uns folgendes Szenario vor, das Brautmodengeschäft befindet sich nicht in einer großen Stadt, sondern es ist ein luxuriöses, auch artähnlich, wie Flo meinte, ein Designer-Brautmodengeschäft, nur dass es diesmal wirklich um Designs und um Brautmode geht. Mehrere Brautmoden gibt's. Und nicht um die dunkelste Wandfarbe auf der Welt. Ein kleines beschauliches Bauernhäuschen auf einem Hügel gelegen, was nur zu Fuß erreichbar über einen Feldweg ist. Der Feldweg ist allerdings nicht sehr lang, man muss einen Kilometer laufen, also läuft so Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Das ist halt unmittelbar an ein Dorf gebunden. Und es spricht sich halt in der ganzen Welt rum. Und das Besondere an diesem Häuschen ist, dass der äußere Eindruck trügt. Und zwar ist vorne eine alte Ladenklinge. Ich glaube, ihr kennt das noch, wenn vorne an manchen Geschäften war doch so eine Klinge dran, mit so einem Band, ne, so eine Glocke. Wo man tut mir leid, ich bin nach 1890 geboren. Ach so, das wusste ich nicht, mein Herr. und dann klingelt man da dran und dann öffnet sich die Tür einen kleinen Spalt und eine leise Stimme dringt hervor und fragt, was derjenige will. Dann sagt man natürlich, man möchte ein Brautkleid kaufen. Der Eintritt ist natürlich nur für Frauen erlaubt. Nein, gar nicht. Er ist auch für Männer erlaubt, denn auch Männer dürfen natürlich Brautkleider tragen. Aha. Gut gerettet. Gut gesagt. Und dann öffnet sich die Tür und hinter dieser Tür, was erst aussah wie ein kleiner schwarzer Spalt, öffnet sich ein riesen Thronsaal, der prunkvoll eingerichtet ist, wo zwei große Treppen nach oben in die zweite Etage führen und ein Kronleuchter von der Decke hängt. Und den Saal
beleuchtet. Überall links und rechts sind in Glasvitrinen Brautkleider eingefasst von sämtlichen, hier Jahreszeiten von sämtlichen Jahrhunderten, irgendwelche feinen Schnitte und sowas, die halt konserviert wurden dahinter. Und man ist erstmal total baff und denkt, boah, sowas kann ich, werde mir niemals hier ein Brautkleid leisten können, ne? Aber das ist ja nur der erste Eindruck, der zählt. Und danach wird man weitergeführt von in den schwarzen Raum. Danach kommt natürlich der Hotelier, oder ich weiß nicht, wie man den Menschen nennt, der im Brautmodengeschäft dann den Kellner spielt. Er führt die Person Kellner? Dann, ja, den Kellner. Der bringt dann auch erstmal eine Flasche Wein für den Schock. Und dann geht's weiter und dann kommt man unter diesen Wendeltreppen geradeaus durch den Saal, öffnet sich eine weitere Tür, eine kleine, schmale Holztür. Das hätte jetzt so... Tausend Tür. Ja, genau. Ja, nee, das waren ja erst zwei. Also Flo, sein Ding hätte jetzt gut gepasst. Ja, dahinter hätte er gesessen. Das wäre richtig gut gewesen. Hey, und dahinter ist dann eine Art Fabrik, eine Fließbandfabrik, wo ganz viele Arbeiter sitzen, die dann halt per Hand die Kleider nähen. So, und dann geht man daran vorbei, das ist schon mal der erste Eindruck, okay, oh, hier ist alles per Handarbeit gemacht und das wird nicht industriell gefertigt. Das ist schon mal gut. Und dann kommt man weiter und dann öffnet sich dann ein großer Raum, der mit Gras bepflanzt ist. Es sieht fast aus wie eine Wiese und ein Berg steigt empor, von dem ein Wasserfall fällt. Oh. Und die Leute steigen dann in ein kleines Schiff ein, was dann den Fluss sanft hinunterfährt und in eine Höhle reinführt. Und wenn sie aus der Höhle wieder rauskommen. Oh. Das mit dem schwarzen Raum macht mich gerade richtig fertig, ne? Was passiert, wenn sie aus der Höhle rauskommen? Ja, sie kommen aus der Höhle raus und finden drei Türen vor. Oh nein, Philipp, Oh ja. Und dann steigen sie aus an dem kleinen Hafen und kommen vor die drei Türen. Und dann fragt der Kellner sie, welche Tür wählen sie? Und die Kandidatin muss dann, oder die Braut muss dann die Wahl treffen und wählt eine der Türen. Ich verrate euch jetzt, was hinter den Türen sich verbirgt. Okay. Hinter Tür A verbirgt sich der Ausgang. Man kommt also wieder zurück vor das Bauernhaus. Man kann den Weg wieder zurücklaufen. Und dann hat sich das erledigt mit der Hochzeit. Oder man geht halt in ein anderes Brautmodengeschäft. Aber ich habe gehört, hier in der Gegend sollen die sehr schlecht sein, weil die alle schwarze Räume haben. Und wir expandieren. Hinter Tür B befindet sich der schwarze Raum, den Florian beschrieben hat. Das ist. Oh nee. Und hinter Tür C befindet sich ein zylinderartiges Glasgestell, in das man hineintreten kann. Das ist also quasi eine Röhre, die zur Decke führt. Man sieht das. Wie ein Fuß. Mit dem Fuß reintreten? Nee, komplett. Also man kann mit dem ganzen Körper eintreten. Und Sie können den Zylinder nun eintreten. Sie können nun in den Zylinder eintreten. Und hat man sich tatsächlich für die dritte Tür entschieden und nicht für die anderen beiden, die ins Nichts führen, dann ist man kurz davor, sein Brautkleid zu bekommen. Es gibt nur eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Man muss reinen Herzens sein. Oh, wow. Ja. Und wer das... Das ist gut. Ja, es wird in deinem Laden niemals einen Menschen geben, der eine Brautmodenkleid findet. Ich glaube... Also es ist nicht möglich, Philipp. Okay, aber weißt du, was mit den Menschen passiert, die kein reines Herz haben? Die werden von der Röhre eingesaugt und werden und werden dann wieder vor die Haustür befördert. Und wenn sie sich trauen, können sie nochmal einen Versuch wagen. Also, Philipp, die einzige Möglichkeit, die es gibt, in deinem Brautmodengeschäft ein Kleid zu kaufen, ist, dass man zu Florian geht.
Und das ist eine, so, das ist eine sehr geringe Chance, dass du eins kaufst. Ich habe erst gedacht, oh, jetzt wird Philipp richtig romantisch, oh, und toll. Ja. Die kommen aus der Höhle raus und wenn sie aus der Höhle rauskommt, steht sie da in ihren Traumhochzeitskleid. Das, oh, Max, das wäre, das, oh, habe ich gedacht. Das wäre super, das perfekt gewesen. Aber Flo hat mich komplett aus der Bahn geworfen und da musste ich mir auch einen Scheiß einfallen lassen, weil ich einfach nicht mehr, nee, da war es mit Romantik vorbei, es tut mir leid. Ich habe das so gehofft, ich habe so mitgefiebert, oh, und da kommt so der schön. Scheiß. Das war richtig schön. Okay, dann nehme ich Variante B. Die Frage ist, wie wirst du jemals deine Schulden los? Naja, ich habe ja, das ist ja, weiß ich nicht, so, ich muss ja quasi nicht da sein. Ich hab den Kellner, der da für mich angestellt ist, den bezahle ich und ich gehe halt nebenbei noch woanders arbeiten. Ich muss mich auch um nichts kümmern. Ja, du hast ja die ganzen 1000 Leute, die Kleider nähen. Ja, die das schneidern und so, ey, das sind die Besten der Welt, die hast du da engagiert. Und keiner kriegt trotzdem Brautkleid. Ja, das ist ja erstmal, es ist erstmal nur Mittel zum Schein, dass die Leute weitergehen. Ah, das sind eigentlich die Schausteller. Arbeiten wahrlich. Ja, es kann auch ein wahnsinnig hochauflösender LED-Bildschirm sein. Der dich nicht weniger die Schulden treibt. Das ist dann wie bei Charlie und die, ja, Schokoladenfabrik. Ja, so hab ich mir das ausgemalt. So Charlie und die Schokoladenfabrik mäßig, nur ohne Schokobrunnen, weil sonst wäre das Kleid ja direkt versaut. Ja, ja, klar. Aber eine Flasche Rotwein. Ja, bevor du das Kleid natürlich kriegst, so. um den ersten Schock zu verdauen. Ja, dann kann ja auch da vorne gleich der Schokobrunnen sein. Ja. Man kann sich ja danach nochmal kurz die Hände im Fluss waschen oder so. Und dann, richtig, dann fällt ja. man rein und taucht dann in das ungewisse Nichts. Falle Nummer 3. Okay, ja, soll ich euch das vorstellen? Ja, gute ja, bitte, Überleitung bitte. Von Falle Nummer 3 zu Brautwohngeschäft Nummer 3. Jawohl. Falle Nummer 3. So. Und zwar habe ich eigentlich nur ein Wort, pompös. Und pompös ist das ganze Ding. Oh, nein, okay. Das ist, erzählen Sie da. Mein Brautmodengeschäft, das würde so aussehen, du hast einfach eine voll verglaste Front, wo du schon von außen, wenn du vorbeigehst, blind wirst, weil das so glänzt und funkelt. Okay, keiner von uns wird was verkaufen. Aber, also, das, so wirkt es natürlich nicht. Es ist nicht tatsächlich so, du gehst dann rein durch diese Tür und dann hast du einen langen Gang. Und in dieser Gang, da stehen links und rechts auf Aufstellern die schönsten Brautkleider der Welt. Auch so richtig rare Brautkleider, die Queen Elizabeth bei ihrer Hochzeit getragen hat und all so ein Scheiß. Also auch Jahrhunderte alte Zaren-Brautkleider und sowas. Die stehen da als quasi Antiquität. Das ist quasi diese Halle, in die du da reinkommst, in diesen langen Gang mit dem roten Teppich, ist links und rechts ein Brautmuseum. Ja, da ist alles zu sehen, was es die letzten 1000 Jahre gab. Auch Bilder, übelst alt. Ne? Sind die Bräute auch noch in den Kleidern? Nein. Allein das Foyer wird wahrscheinlich 2 Milliarden Euro kosten. Aber von der Decke hängen echt goldene Kronleuchter mit normalen Lampen halt, aber auch alles richtig schön gemacht auf alt und darunter hängen mit echt Diamanten so Ketten, also es sieht richtig prunkvoll aus, davon mehrere und dieser Gang, ne, also der Eingang, der ist locker 5 bis 10 Meter breit und von der Länge aber 25 bis 50 Meter, also so komische Längenangaben, aber dass man sich das grob mal vorstellen kann. Ja, ja. So, dieser Gang, der führt natürlich am Ende zu einer kleinen Treppe, die du runtergehen kannst und da kommst du in einen, ähnlich wie ins, ähnlich wie ins Oval Office. Es ist ein ovaler Raum, wo du dann aber, okay, sorry, Max. Der ist aber offen, ja. Und in, an der anderen Seite hast du halt so diese Brautumkleide. Ich hab mir da voll Mühe gegeben. Das war der beste Brautmodell. Ja, deswegen tut's mir leid, dass ich gerade so lache. Aber es wäre krass, wenn ihr jeder diesen schwarzen Raum am Ende gehabt hätte. Von vornherein. Nein, und pass okay, auf. In diesen, ich beruhige mich. In diesem Raum, also da hinten ist dann halt so die Braut und kann sich da drin halt so umkleiden. Die hat da übelst groß den so einen Vorhang. Und da ist auch davor so ein kleines Podest, wo die sich draufstellen kann und die dreht sich dann. Das die anderen, die auch sehen können. Die hat ja immer dann hier so Leute mit dabei.
Und was in diesem Raum auch ganz besonders ist, da ist noch so ein Aufsteller, da kann sie den Anzug für ihren, oder das Kleid für den zukünftigen Partner, Partnerin auch mit dran packen, damit sie ihr Kleid schon mal anpassen kann oder zu dem anderen sagen kann, hier, da musst du aber nochmal was Neues kaufen, das passt nicht zu meinem. So, ja. Weißt du, dass sie das gleich zusammen sehen kann. Das gibt's nämlich auch nicht bisher. Aber zurück zu dem ganz langen Gang. Kriegt die Braut denn eigentlich die Kleider her? Und zwar gehen von dem langen Gang links und rechts auch noch Räume ab. Und in diesem Raum sind halt die ganzen verschiedenen Brautkleider drinne, geordnet nach der Linie. Also es gibt ja halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, so der eine Raum, da sind die A-Linien drin, dieser Empire-Schnitt. Kann ich euch auch gerne alles nochmal erklären, ich habe mich ja vorher gesagt. auch so diesen Meerjungfrauen-Schnitt, also den Fishtail, so Prinzessin-Kleider, Prinzessin-Deluxe-Kleider mit Schleppe, Hosenanzüge, die Fukuhila-Schnitt, alles, was es gibt, Fit im Flair oder ein Zweiteiler ganz normal, das kann man ja alles drin aussuchen. Und in den Dingern ist das halt auch dann in den Räumen selber ist auch natürlich noch eine Sortierung drin, wo sie halt dann noch mit Spitze, ohne Spitze und mehr Dekolleté. Krass, du hast ja Dekolleté, richtig also, Gedanken gemacht. Ja. Ich glaube, Max wird schon sehr lange davon, ein Brautkleid zu tragen. Nein, ich muss immer zwischen Tölle und Tränen gucken. Ich hab's mir fast gedacht. Ja, auf jeden Fall gibt's das da. Und was ich aber ganz wichtig finde, die Frauen, die kommen ja da nie alleine, die da immer sind, ne? Es gibt eine Getränkeauswahl. Ja. Und das ist von Sterni. Oh ja. Bis zu dem billigsten Getränk der Welt. Alles. Also vom Besten bis zum Schlechtesten. Kannst du dir alles aussuchen. Und wenn es halt einfach nur normaler Wodka ist, ist es ein normaler Wodka. Du kannst da alles trinken. Die sollen ja schön betüdelt sein, damit sie richtig schön teuer einkaufen. Ja. Aber das Krasseste, was wirklich in diesem ganzen Laden ist, dieser ganze Laden hat eine Lichtanlage installiert. Mit Moving Heads, mit Beamern, mit Lasern und allen Scheiß. Und wenn die Frauen reinkommen, schon in den Laden, geht diese Show los. Ja, geil. Und die wird auch musikalisch ein bisschen begleitet. Und das ist quasi auch so ein animierendes Licht, dass da richtig Stimmung, richtig Action und dass die da so leicht rangeführt wird. Und wenn sie ihr Kleid anzieht, also die Kleider anzieht, wird passend zu ihrem Gemüt und dem Kleid aus so einem Mix daraus ein DJ, der da auch mit drin ist, Musik abspielen und damit sie sich auch fühlt, wie das dann bei der Hochzeit sein könnte, die soll es richtig ausprobieren und all so ein Scheiß. Also die kann da richtig schon mitentscheiden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sie die Kleider kombinieren kann und so. Denn jedes Kleid bei mir, und jetzt kommen wir zu dem Geizigen, jedes Kleid hat ein Zusatzgimmick. Aber was richtig geil ist, entweder hast du so kleine Taschen, wo Kaffee drinne versteckt ist oder Schnaps, was aber keiner sieht, das ist ganz normal dieses Brautkleid. Das hat jedes Kleid. So, da kannst du so Gimmicks haben, oder hast du eine kleine Kekstasche, weißt du, damit du nicht umfällst, damit du nicht unterzuckerst und so einen ganzen Scheiß. Das ist alles mit in diesen Kleidern drinne. Und jetzt, damit aus dem Zweck der Nachhaltigkeit, wenn die Frauen dort ein Brautkleid kaufen, und da müssen sie ihre Gehaltslist und ihren Kontostand abgeben. Das ist ja korrupt. Und dann wird anhand eines übelst krassen Algorithmus errechnet, wie viel Geld ihr Brautkleid kostet. Und wenn das weniger ist, als das Brautkleid eigentlich kosten würde, weil das hat trotzdem seinen Fixpreis, bezahlt quasi eine andere Braut ihr Brautkleid mit. Das ist quasi, das ist quasi so. Das ist wie so ein Brautpate. Also das heißt, auch die Frauen, die sich eigentlich ein Kleid nicht leisten können, haben die Möglichkeit, ihr Brautkleid zu bekommen, weil die ein bisschen teurer, also ein bisschen mehr Geld ausgeben können, auch das Geld für die anderen mitbezahlen. Die wissen das nicht, das wird einfach so gemacht. Ne? Okay, ja, das ist ganz schön mies, ey. Ja, aber das ist eigentlich geil für die, die das nicht haben. Die ein bisschen mehr Geld haben, die können ja ruhig mal richtig was hinblättern, ne? Und dann ist aber auch noch zusätzlich die Kleider
werden danach kostenlos entweder umgenäht oder halt so verändert, dass die danach noch als ein normales Kleid getragen werden können. Ja, das ist doch nicht schlecht. Dass dann, du nicht nur, das nicht nur einmal. Genau, dass du nicht nur dein Hochzeitskleid hast, sondern du hast danach noch ein Kleid, was du auch so bei anderen Veranstaltungen anziehen kannst, was halt angepasst ist. Und, so. Und das wäre mein Brautmodengeschäft. Wow. Das ist, also, ja. das war sehr, sehr durchdacht. Chapeau, Chapeau. Wir sind. Aber ich würde, ja. Jetzt erstmal. Was wolltest du sagen? Nee, ich wollte gerade was abschließend so sagen. Nee, also mir sind da so ein paar Szenarien durch den Kopf gegangen, ne? Also gerade wo du dann angefangen hast, so mit der Lichtshow, mit den DJs, so ist die Lichtshow der Grund, warum, dass die Leute von außen schon blendet, wenn die da vortreten. Vielleicht, ja. Und dann so Dinger, so was hast du gemeint, Gemütszustand und was war die Auswahlkriterien nochmal für das Brautkleid? Okay, Gemütszustand und Preiskategorie oder sowas oder irgendwas? Weswegen jetzt? Ja, hier, wenn die in den DJ-Raum da treten, da meinst du doch, dass der DJ ausgewählt wird? Genau, nicht der DJ wird ausgewählt, die Musik wird ausgewählt, je nachdem, wie die Frau so drauf ist. Ah, ja, okay. Das Kleid, das drückt hier ein gewisses Gefühl aus und anhand der Musik kann die Frau quasi dann besser entscheiden, passt das Kleid zu mir, weil das bei die Musik, die gerade läuft, auch zu mir. Das sind Leute, die da die Musik abspielen, die können mentale Kräfte fühlen. So. Und ja, wissen, wie die anderen denken, was die wollen. So alleine Unterhaltermäßig, ne? Genau, die wissen ganz genau, was das Publikum will. Herzlich willkommen zu Andreas seiner Musikbox. Und ich will jetzt nicht sagen, aber wenn das rote Pferd beispielsweise läuft, da ist halt Jackpot. Ja, nee, ich hab genau das Kleid sofort mitnehmen. Genau das war das Ding. Ich habe so gedacht, so, ey, bei manchen ist da bestimmt so richtig Après-Ski-Party, ne? Ja. Wenn die da reingehen, ey. Aber die, also jetzt mal wirklich, wirklich ernsthaft, die Idee ist ganz geil, dass du quasi erst da hingehst und ein Kleid, was dir gefällt, anprobierst. Und dann kommst du in so ein, also jetzt mal auf realistischere Weise sozusagen, das runtergeschraubt, dass du dann in so ein, wirklich in so einen Partyraum gehst, wo du das Kleid als Party, in der Party erproben kannst. Das ist echt eine ganz coole Idee. Ich weiß nicht, ob... Aber. Ja, ne, also deswegen so, aber dieses Prinzip, also das, das ist schon, weil die Freundinnen sitzen dann dabei in so einer Lounge, weißt du, und die trinken dann einen und die Braut hat sich für das Kleid entschieden, dachte sich so, yo, das ist ganz cool, so, und jetzt kommen wir in den Partymodus. Und dann kommen sie in den nächsten Raum und dann geht da übelst die Party ab und die können da halt so ein bisschen feiern und gucken, ja, dieses Kleid wirkt sehr gut in diesem Licht. Jetzt hängt ja, genau. Irgendwas. Aber ich würde sagen, wir lassen das die Leute in den Kommentaren entscheiden, welchen Brautmodenladen sie am liebsten aufsuchen würde und vielleicht wie ihre aussehen würde. Ha? Und auch sehr gern, wie viel Umsatz wir mit unseren Brautläden voraussichtlich eurer Meinung nach im Jahr machen würden. Ja, das wäre mal cool zu wissen. Jeder Einzelne für sich. Florian, minus 500 Euro. Das geht doch noch. Und natürlich wollen wir das Level der Publikumsinteraktion noch weiter erhöhen. Schreibt doch gerne rein, wer natürlich nächste Woche moderieren soll. Sei es. Ach so, wollt man nicht mal zwei machen? Ach so, ja, stimmt. Nächste Woche. Zwei Folgen. Erstmal Florian, Elias. Ach so, siehst du. Ah, dann kannst du dich heute nochmal um deinen Namen drücken. Aber ja. Nächstes Mal brauchst du einen. Okay. Und dann schreibt aber gerne rein über welchen Traum wir nächste Woche, übernächste Woche sprechen wollen und welches Gebäude wir euch damit vorstellen sollen. Würde ich jetzt einfach sagen, oder? Kann es auch sowas sein wie mein Traumgericht oder mein Traum, oder soll es schon so eine Art Gewerbe, also soll es schon sowas sein in der Art? Meinst du jetzt mit Gericht das Nahrungsmittel oder also meinst nicht, du... dass wohl ein Richter sitzt und sagt, juratechnisch, in Knast für die nächsten 20 Jahre. Ich meinte jetzt das Gericht zum Essen. Aber es macht schon Sinn, tatsächlich so Räumlichkeiten damit zu machen. Mit Gebäuden und Unternehmen. Wobei ich das auch sehr spannend finde, wenn man das ausweiten würde, weil dann einfach die Leute noch viel, viel kreativer werden könnten. Okay, Leute, also schreibt in die Kommentare, seid kreativ. Was wäre unser Traum fürs nächste Mal? For next time. For next time.
die Musik. Die Musik. Du kannst die Musik starten. Wir hoffen, ja, das spreche ich in die Musik rein. Ja, wollte ich grad sagen. Dann warte kurz die ersten vier Takte. Okay. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Freude und viel Spaß beim Zuhören. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr es durchgehalten habt bis zum Schluss. Da freuen wir uns sehr drüber. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend, dass ihr euch diesen Schmarrn bis zum Schluss anhört. Es ist wundervoll. Wir freuen uns da sehr. Wir wünschen euch, falls ihr es am Sonntag hören solltet, ein schönes Restwochenende. Und falls ihr es später hört, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Ja. Und bis dahin. Das Ding ist im Kasten!